Ja, Gnade sei mit euch und Frieden von unserem Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, es ist schon eingeblendet der Text. Allerdings ist meine Technik noch nicht so weit. Ernte Dank. Da richten sich unsere Blicke doch zunächst einmal auf den Schöpfer, auf den, der diese Erde, der uns all das schenkt zum Essen und alles, was wir brauchen, und auf den Erhalter des Universums, auf den, der das Ganze gemacht hat. Und das ist doch die zentrale Botschaft von uns Christen. Erntedank feiern viele Menschen. Hier bei uns, in unseren Breitengraden, nicht so sehr. Hier haben wir Cityfest und Blassheimer Markt und verschiedenes anderes. Aber in Oldenburg, da wo unsere Tochter wohnt, da wird Erntedankfest gefeiert. Da fahren die Bauern mit ihren Wagen geschmückt durch die Straßen und sie feiern das, was sie von den Feldern ernten. Und deswegen haben die Menschen einen ganz anderen Bezug, gerade diejenigen, die auf dem Feld arbeiten und die von den Erträgen der Felder leben, die haben einen ganz anderen Bezug zu Ernte und zu all dem, was auf den Feldern wächst. Bei uns hat sich das ein bisschen verschwemmt. Wir gehen ins Geschäft, wie das hier schon anklang, und wir holen uns alles, was wir brauchen. Und wir wissen teilweise gar nicht, wie diese Früchte aufwachsen, wo sie aufwachsen, was alles dazugehört und so weiter und so fort. Und gleichzeitig schwindet unser Dank. Und wir richten uns extra ein Erntedankfest ein. Und es soll ja nicht so sein, dass wir hier nur einfach zusammenkommen, um ein paar Lieder gemeinsam zu singen, um uns das einmal vor Augen zu führen, was uns Gott alles beschenkt und wie reich er uns beschenkt. Und das war's dann? Nein. Beim näheren Hinsehen, denke ich, ist Erntedank ein sehr entlarvendes Fest, wo wir einfach merken, nein, da gehört so viel mehr dazu. Trotz unseres ganzen Fortschritts, unserer Technologien und alles, was wir so haben, Gentechnik und so weiter und so fort, können wir sehen, wir können streuen, wir können begießen, wir können bearbeiten, aber zum Eigentlichen, zum Wesentlichen, zu dem Gedeihen können wir gar nichts, gar nichts. Das gibt Gott. Und dann sehen wir, wenn wir uns das näher anschauen, wir haben uns das hier alles so schön aufgebaut und wo wir das alles so beobachten können, und keine Frucht ähnelt, oder sie ähneln sich einander, aber sie sind eben nicht gleich. Sie sind absolut unterschiedlich. Und Gott hat das alles geschaffen und hält seine Hand über dem. Und das klang hier schon an, und ich kannte das Vorprogramm ja noch nicht, dass Gott uns im Geistlichen so reich gesegnet hat. Dass er uns so viele Geschwister dazu gegeben hat. Dass wir sein Wort hören, dass wir uns hier versammeln können. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Gott beschenkt uns so reich, so unvorstellbar reich. Und das, was ich heute sehe, und ich bin privilegiert in dem, dass ich hier, wenn ich hier so vorne stehe, und was ihr jetzt nicht seht, ist eine viel größere Ernte. Das seid ihr, das ist die Gemeinde. Das sind Jesus Christus seine Früchte, die er seinem Vater zuführen wird. Wie genial. Wie genial, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen, das hier zu feiern, aber dass wir selbst als Früchte dazugehören. Und wir werden es in dem heutigen Text, der ist schon eingeblendet, auch lesen und feststellen. Der Text steht in Hebräer 13, ich habe das jetzt die Herkunft da nicht draufgeschrieben, Hebräer 13, der Vers 15 und 16. Zunächst einmal scheint es so ein bisschen so, als wäre das aus dem Zusammenhang gerissen.
Aber wenn wir das ganze Kapitel lesen, wenn wir uns mal mit dem ganzen Kontext auseinandersetzen, so werden wir feststellen, dass es so gar nicht ist. Es heißt dort, so lasset uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Interessanterweise kommt in jedem dieser Verse irgendwie das Wort Opfer vor. Und eigentlich muss man sich fragen, wie passt das überhaupt zusammen? Wie passt das jetzt mit dem Neuen Testament zusammen? Wir haben im Alten Testament natürlich viel Opfer. Dort wurde auch schon Erntedankfest gefeiert in Form des Laubhüttenfestes, sogar ganz ausgiebig. Und dort wurden Opfer gebracht. Und das war auch gut so, das war Gott gewollt. Und hier im Hebräerbrief spricht er es direkt zu Menschen, zu Juden, die im Exil lebten und die jetzt kein Kontakt mehr zu diesem Tempel und zu ihrer Herkunft richtig hatten und die das sehr bedauerten. Denen das fehlte, denen der Tempel fehlte, denen die Opfer fehlten, die Gemeinschaft fehlte und so weiter und so fort. Sie glaubten zwar an Jesus Christus und sie wussten auch, und der Hebräerbriefschreiber sagt es auch ganz deutlich, dass es ist ein Opfer geschehen, ein für alle Mal. Jesus Christus ist gekommen und er hat sein Leben für euch hingegeben und es bedarf kein Opfer mehr. Und doch war es ihnen sehr wichtig. Aber Gott verkehrt dadurch, dass Jesus Christus da ist, mit uns nicht mehr auf Basis von Opfern, sondern durch Gnade. Das Opfer ist ein für allemal gebracht. Mit Jesus ist eine neues Zeitalter angebrochen. Und hier ist es quasi, klingt es fast wie ein Wortspiel. Es taucht immer wieder auf. So lasset uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Und dann heißt es am Ende, denn solche Opfer gefallen Gott. Es wird nicht nur im Hebräerbrief das so angesprochen. Opfer, die Gott gefallen. Es sind jetzt neue Opfer gefordert. Nicht die Opfer des Alten Testaments, aber es gibt jetzt neue Opfer, die Gott gefallen. Und das ist eigentlich die zentrale Frage. Was gefällt Gott? Und uns als Christen stellt sich ja so die Frage, in welchem Verhältnis stehen wir dazu? Sind wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit? Sind wir etwas, das ihm gefällt? Oder wem wollen wir gefallen? Vielleicht unserem Ehepartner, vielleicht unserem Vorgesetzten, unseren Kindern, ja vielleicht uns selbst. Ist es das, was unser Part ist? Wem soll unser Leben Frucht tragen? Paulus, er benutzt diesen Oberbegriff oder diesen Opferbegriff an anderer Stelle. Er sagt im Römerbrief, Kapitel 12, ganz am Anfang, ich ermahne euch nun, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Eine steile Aussage. Ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Paulus verwendet hier die Begrifflichkeit Leib und das bedeutet die komplette Existenz. Da geht es nicht nur um den Körper, da geht es um alles, was wir haben, um alles, was wir sind. Alles soll auf diesen Opferaltar. Alles gehört dazu und alles soll Gott verherrlichen. Manchmal hat man so den Eindruck, dass wir meinen, so im Alten Testament war alles so schwer und da mussten Opfer gebracht werden und Rituale eingehalten und verschiedenes anderes musste dort gemacht werden. Und im Neuen Testament ist Liebe, ist Freude, ist Gnade
Und alles wird uns einfach geschenkt. Wir müssen uns nur für Jesus entscheiden. Aber ist das wirklich so easy? Ist das wirklich so einfach? Ist da nicht viel mehr dahinter? Paulus sagt hier, nicht ein Tier, nicht viele Tiere, nein, er will dich ganz samt deiner ganzen Existenz. Und unser Text, er geht heute auf Opfer ein. Und uns werden drei Opfer aufgezeigt. In diesen zwei Versen, die es in sich haben, geht es zunächst einmal ein Opfer, das heißt Lob. So heißt es in Vers 15 dort, so lasst uns durch ihn, Gott, allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist also das Opfer, das Gott von dir und von mir haben will. Er will von dir und von mir, dass wir unseren Mund aufmachen. Dass wir unseren Mund aufmachen und ihn loben, ihn preisen. Er will von dir und von mir, dass das ein wirkliches Opfer ist. Dass das nicht nur einfach eine Floskel ist, die wir dahin sprechen. Er will inmitten der Bitten, die wir haben und wir haben sie, dieses Lob von dir und von mir haben. Und ihm ist das wichtig. Und das ist doch mit einer Aufgabe unseres Gottesdienstes hier. Wovon singen wir in den Liedern? Dir gebührt die Ehre, so groß ist der Herr oder du großer Gott. Die Lieder haben die Funktion, dass wir gemeinsam, quasi mit einer Stimme, Gott loben und verherrlichen. Dafür singen wir sie hier. Dafür tun wir das. Wir tun das doch nicht nur aus Tradition oder weil wir hier einen Lobpreis teilhaben wollen. Das kann es doch nicht sein. Es hilft uns quasi gemeinsam, diesen Lob und unsere Stimme zu erheben und Gott zu verherrlichen in Liedern. Und deswegen ist es so wichtig, dass es uns klar ist, was wir da singen. Dass wir es nicht nur einfach nur so mitsingen, weil es hier so steht. Denken wir, überlegen wir die Texte, denken wir uns da rein, stellen wir uns vor, was wir Gott eigentlich für ein Lob an der Stelle bringen? Oder spulen wir das nur ab? Das wäre kein Lob. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Texte auch dementsprechend sind, dass sie Gott verherrlichen in all dem, was dort gesungen wird, was wir gemeinsam zum Ausdruck bringen, dass Gott da wirklich verherrlicht werden kann. Und das Dank hat zwei Aspekte. Erstens, so lesen wir es auch in Psalm 50, in den Versen 13 und 14, da steht, meinst du, dass ich das Fleisch von Stieren essen wollte oder das Blut von Böcken trinken, opfere Gott Dank. Das ist die Aussage. Opfere Gott Dank. Und das ist die Frage, wie wir in unserem Herzen dazu stehen. Opfern wir wirklich Gott Dank? Und ich sagte schon, was Opfer bedeutet. Opfer bedeutet nicht aus einem Überfluss, einfach nur als Floskel, einfach nur dahergesprochen, dass es ist, sondern dass es Opfer kostet uns etwas. Da investieren wir etwas rein, da investieren wir Gehirnschmalz rein, da investieren wir Gedankengut rein, da investieren wir Gefühle mit hinein. Gott, er sagt zu den Israeliten damals, wenn das für euch nur eine äußere Form ist, diese Opfer, die ihr da bringt, wenn ihr das nur mechanisch nachvollzieht und durchführt, dann hat das für euch keinen Wert und ich will es auch nicht mehr haben. Das Entscheidende ist also, wie dankbar sind wir in unserem Herzen und wie führen wir unser Leben, wie dankerfüllt ist unser Leben unserem Schöpfer gegenüber. Lasst uns allezeit das Lobopfer bringen, heißt es da.
Das heißt nicht, dass wir uns zusammenreißen sollen und einmal im Jahr hier Erntedank feiern und uns daran erinnern, was Gott uns gegeben hat. Nein, wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Alltag und ich erwähne eigentlich nur mal das Tischgebet. Es ist so wichtig, dass wir unserem Schöpfer danken vor dem Essen, dass er uns das alles geschenkt hat. Nein, wir haben uns das nicht genommen, wir haben dafür gearbeitet. Klar können wir vieles nachvollziehen, dass wir dafür gearbeitet haben, vielleicht auch aus dem Boden gezogen haben, vieles, vieles mehr. Aber hier geht es um sehr, sehr viel mehr. Der Schöpfer hat dir die Gesundheit geschenkt, um das zu erarbeiten. Der Schöpfer hat dir die Möglichkeiten geschenkt, in diesem Land und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Dingen erwähnen, auf die du überhaupt gar keinen Einfluss hast. Was der Schöpfer dir alles geschenkt hat, bevor das möglich wurde, dass das auf deinem Tisch landet. Und wir sollten das gebrauchen. Wir sollten unseren Kindern das beibringen. Und wir sollten das ernst nehmen. Nicht nur so als Floskel. Auch das wird ja viel gemacht und das richte ich an mich selbst. Aber wir sollten dankbar sein. Und wisst ihr was? Andere beobachten das auch. Uns ist das im Urlaub passiert. Als wir am Tisch dort gebetet haben, da sind Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, wir haben gesehen, dass ihr gebetet habt. Oh ja, wir haben einen Gott. Wir sind doch nicht Tiere, die an sich Gott verherrlichen, sondern und die aber auch wissen, von wem sie das bekommen. Aber wir können sprechen und wir können Gott dafür danken. Und wir haben so viel mehr Grund, Gott zu danken für all das, was er uns schenkt. Und er schenkt dir einen Arbeitsplatz, er schenkt dir, wie gesagt, die Gesundheit, er schenkt dir die Möglichkeiten und so weiter und so fort. Denk doch einfach mal drüber nach, was Gott dir in diesem Jahr persönlich alles geschenkt hat und deiner Familie. Einmal bewusst innezuhalten und zu danken. Und dafür ist das ein Paradebeispiel, das wir hier haben. Und jeder Grashalm, den wir hier sehen, jeder Pilz, alles, was wir hier sehen, jede Kartoffel und jeden Kürbis, alles das verherrlicht Gott. Alles das schenkt uns Gott im reichlichen Sinne. Und wir dürfen es haben. Und die Frage ist, bestimmt Dank unser Leben? Dank ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Kannst du nur einer Person weitergeben. Du kannst also nicht zu dieser Mohrrübe hier sagen, ich danke dir, oder zu dem Kürbis, das ist völliger Unsinn. Wir können dem danken, der sie uns geschenkt hat. Und das müssen wir einfach feststellen, das ist eine sehr persönliche Ebene. Und deswegen ist sie Gott so sehr wichtig. Ein Atheist, der an Gott nicht glaubt und ihm widerfährt etwas Gutes, der hat noch nicht einmal jemand, dem er danken kann. Und diese Dankbarkeit sollte ein Lebenszeichen und ein Wesenszeichen für uns als Christen sein. So oft sind wir genauso mürrisch und meckern, undankbar wie Menschen, die Gott nicht kennen. Gott will ein dankbares, dass wir dankbar sind ihm gegenüber, ein dankbares Opfer. Und natürlich haben wir Traurigkeiten. Natürlich gibt es da Dinge, die uns manchmal schwer auf dem Herzen liegen. Aber auch in diesen Bitten, in diesem Vortragen an Gott, an diesem Vortragen der Dinge für Gott, muss Dank mitklingen. Auch da, das muss gewissermaßen mit Dank verziert sein, dass unser Schöpfer gelobt wird und wir ins Danken kommen. Und zum Danken gehört auch das Rühmen. Und wisst ihr, wenn ich so morgens zur Arbeit fahre und ich fahre an so Feldern vorbei
Und man sieht so die Natur, wie alles so morgens aufwacht und der Nebel sich langsam auf die Felder setzt. Und da kommt man in Staunen. Und wir tauschen uns dann mit Tina manchmal aus am Frühstückstisch und sagen, hast du gesehen? Hast du gesehen, wie das heute wieder ausgesehen hat dort? Und wie Gott sich verherrlicht in dem Mann, wie gewaltig er das alles geschaffen hat. Welchen Einfluss das auf uns hat. Und wir kommen in Schwärmen und wir sprechen darüber. Und das ist Ruhm. Das ist Ruhm, der Gott gehört. Diesen Ruhm möchte er haben. Und das ist die Ebene, das ist die persönliche Ebene, in der wir vor ihm stehen. Ihm gehört dieser Ruhm. Ihm gehört Lob, Preis und Anbetung. Ihm gehört der Ruhm. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass uns die Worte des Ruhmes und des Dankens irgendwie fehlen. Und wenn sie dir fehlen, dann empfehle ich dir einfach, die Psalmen zu lesen. Einen haben wir heute gehört, Psalm 104. Und du kannst deinen Namen dafür einsetzen. Du kannst deinen Namen dafür einsetzen. Wenn du keine Worte hast, wenn du nicht weißt, wofür du danken sollst, dann schlag es einfach auf und lies es und dir wird klar werden, was Gott für dich alles getan hat, wie er dich in der Hand hält, wie er dich führt und wie er dich segnet. Nimm die Lieder mit, die wir hier miteinander singen und sing sie zu Hause. Und wenn du nicht kannst, dann sprich sie einfach nach. Sie beinhalten Lob für Gott. Er will, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Die einzige Bedingung, es muss von Herzen kommen. Das zweite Opfer, das wir in diesen Versen haben, heißt bekennen. Gott will, dass du ihn bekennst. Und am Ende des 15. Verses heißt es da, Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dieses kleine Wort bekennen, das heißt im Griechischen homologeo. Und das bedeutet so viel wie übereinstimmen, zusammenstimmen, für jemandes Meinung stimmen, für jemand da sein, sich auf jemand einlassen. Gott bekennen. Wie können wir Gott bekennen? Indem du das, was du auf dem Herzen hast, nach außen hin kommen lässt. So geht Bekennen. Und da wird es gar nicht anders gehen. Wenn dein Herz voll des Dankes sein wird, dann wird es nach außen quellen. Dann werden andere es sehen und erfahren. Da wirst du es anderen weitergeben. Wir kriegen nur das über die Lippen, was in unserem Herzen tatsächlich ist. So oft hören wir einfach nur den Namen Gottes irgendwie in irgendwelchen Sätzen fallen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern an wen ich glaube, an wen ich festhalte, wen ich liebe, wem ich nachfolge. Das ist das zweite Opfer, das der Hebräerbriefschreiber hier uns ans Herz legt. Wir wollen ein Bekenntnis sein, ein Bekenntnis zu Jesus. Manchmal ist es nicht so einfach, manchmal ist es vielleicht eine wackelige Stimme und zitternde Knie. Aber wisst ihr, so ein neugeborenes Kind, er schreit. Und wir Christen, wenn wir wirklich Christen sind, dann werden wir es auch tun. Und bei den Babys kann man auch nicht sagen, die einen schreien und die anderen schreien nicht. Sie würden nie zum Leben erwachen. Sobald sie Luft bekommen zum Atmen, schreien sie. Und das muss bei uns erkennbar sein. Wir Christen müssen Gott bekennen. In der heutigen Zeit wird vieles so verschwemmt. Und dann heißt es oft, ja, Glaube ist Privatsache. Ich kann ja alle verschiedene Meinungen haben. Ich kann
verschiedene Meinungen vertreten und Hauptsache, sie sind gesellschaftlich in einem bestimmten Rahmen, politikkonform und so weiter und so fort. Und die Überzeugungen, die ich habe, die gehen nur mich und vielleicht einmal Gott was an und sonst niemanden. Aber hinter dieser Einstellung steckt mehr als Menschenfurcht. Ich schäme mich, meinen Gott, meinen Erlöser, ich schäme mich, Jesus zu bekennen. Aber unserem himmlischen Vater sind diese Bekenntnisse sehr wichtig. In Römer 10, Vers 9, da schreibt Paulus es so: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und Jesus bringt es noch viel drastischer auf den Punkt. Er sagt, wer mich bekennen wird vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnen wird vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Nun müssen wir auf eins ist mir dabei ganz wichtig, das ist kein Glaubenszusatz. Bekenntnis ist kein Glaubenszusatz, es ist auch keine Bekenntnisleistung oder sonst irgendwie. Aber wenn wir wirklich glauben, wenn Jesus Christus uns durchflutet hat und wir von ihm überzeugt sind und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir ihn bekennen. Vielleicht nicht wortgewandt, vielleicht stotternd, vielleicht auch manchmal mit Angst. Aber wir werden von ihm weiterreden. Ja, manchmal ist es so, da denkt man oft, das war schon eine Situation, da hättest du was sagen müssen. Da hättest du ganz klar Position beziehen müssen. Das war eine Steilvorlage für dich und du hast es nicht gemacht. Da können wir Buße tun. Und auf der anderen Seite schenkt eben auch Gott wieder neue Möglichkeiten, dass wir ihn bekennen können. So wie die beiden Geschäftsleute, die einmal, wo die Grenze geöffnet wurde, in die Ex-DDR reisten, aus Bayern und an einem Verhandlungstisch kamen und sie wurden schon erwartet dort von der Direktorin der damaligen, auch noch aus der Ex-DDR. Und sie betraten den Raum und einer von ihnen sagte, grüß Gott. Und sie guckten sich alle ganz verdattert an und dann sagte sie die Sekretärin, ja, mache ich, wenn ich ihn sehe. Und dann sagte dieser Geschäftsmann, ja, ich spreche jeden Morgen mit ihm. Und sein Kollege, den er mit hatte, sagte, wissen Sie, ich bin selbstständig, aber ich habe einen Herr im Himmel. Er ist mein Chef. Und deshalb werde ich mich bemühen, Ihnen ein möglichst faires Angebot zu machen. Natürlich sind nicht alle Gesprächssituationen so wie diese. Aber es ist wichtig, dass es ist eine Frucht des Geistes, der über unsere Lippen kommt, wenn wir Jesus bekennen. Jeder an seinem Platz, jeder nach seinen Möglichkeiten, da wo er ist. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass diese Worte so ins Leere schlagen, dass wir gar nicht so richtig einen Erfolg dahinter sehen, vielleicht sogar eine Ablehnung. Aber dafür sind wir nicht zuständig. Das dürfen wir getrost Gott überlassen. Er wird es tun an seiner Stelle. Von uns wird nur Treue verlangt, egal wie wir es tun. Ob es dann nachher eine E-Mail ist, ob es ein Gespräch ist, ob ein Telefonat. Von uns wird Treue gefordert. Und das Dritte, das dritte Opfer, das wir in diesem Versen lesen, heißt Gutes tun. Gott will, dass du Gutes tust. In Vers 16 heißt es, Gutes tun und mit anderen zu teilen, beziehungsweise mitzuteilen, vergisst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Gott will, dass du Gutes tust. Und das wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen banal, so abgedroschen. Natürlich
will Gott, dass wir Gutes tun. Natürlich, und jeder normale Mensch würde doch sagen, ja, ich versuche doch nach all meinen Kräften und so zu leben, damit es irgendwie Gutes tut, dass mein Leben gut ist und das ist okay so. Wäre das unsere Antwort, würde die auch so ausfallen, wenn wir die unter Gottes Licht, unter Gottes Wort stellen würden? Das hätte wahrscheinlich nichts mehr zu tun mit bürgerlicher Wohlanständigkeit. Gott zeigt uns so viel mehr, was wir tun sollen. Im selben Kapitel, in dem Kapitel 13, wenn wir da die Anfänge lesen, da werden uns viele Dinge erwähnt, die wie Christen leben sollen. Da kann ich jetzt gar nicht komplett drauf eingehen. Aber unter anderem steht da natürlich auch, wie hätten wir es anders geahnt, wie gehen wir mit dem Geld um? Wie gehen wir mit unserem Wohlstand um? Ist das auch im Reich Gottes eingesetzt? Dient es dem, was Gott dient, was Gott von uns will? Setzen wir es ein dort, wo er es für nötig hält? Sehen wir die Not anderer oder machen wir einen ganz großen Bogen darum? Gott wird dir Wege zeigen, wie du das richtig einsetzen sollst. Aber dieses Wort, was dort benutzt wird, wo es um das Gute tun geht, und die Übersetzungen sind da sehr unterschiedlich. Die einen sagen, Gutes tun und zuzuteilen, Gutes tun und Gemeinschaft, sagt die Elberfelder Übersetzung, Wohltun, Mitteilen. Das sind alles Dinge, die in dieser Begrifflichkeit Koinonia Griechischen so gemeint sind. Und das bedeutet, Gemeinschaft zu haben, auch Gemeinschaft zu geben, Gemeinschaft zu pflegen, auch unter Christen. Es ist ein sehr tiefgreifender Begriff, wo viele Dinge mit beinhaltet sind, die wir einfach sehen müssen, wo wir anderen eine Stütze im Glauben sein können. Das ist alles damit gemeint. Nicht nur ein Spielenachmittag, wenn wir uns irgendwie als Christen treffen und Gemeinschaft miteinander haben, das ist lange nicht Koinonia. Oder wenn ein Fußballfan sich in irgendein Stadion stellen und gemeinsam ein Fußballspiel anschauen. Sie haben Gemeinschaft, aber sie haben doch nicht geistliche Gemeinschaft. Das würde mit uns genauso sein, wenn wir uns dahinstellen. Hätten wir nicht Gemeinschaft unter seinem Wort, wir hätten nicht Gemeinschaft in dem, dass wir uns gegenseitig aufbauen, dass wir uns gegenseitig zurüsten, dass wir uns gegenseitig im Glauben stützen. Das ist damit gemeint. Gemeinschaft hätten wir schon. Aber Gemeinschaft und Anteil jemandem zu geben, der sie braucht, ist ganz was anderes. Gemeinschaft, das zu teilen, mit anderen zu teilen, was Christus uns gibt, das wächst, wenn wir Gemeinschaft haben in seinem Wort. Interessant ist auch, dass das die Basis ist, wie sprechen wir miteinander, wenn wir zusammen sind. Ist das miteinander in einer Basis des Glaubens oder sind das einfach nur leere Worte, die wir miteinander reden? Natürlich sind auch viele andere Dinge, die uns beschäftigen und die wir besprechen müssen. Da ist die Kindererziehung, da ist der Beruf, da sind so viele andere Dinge, über die wir sprechen müssen. Aber wenn das nur das Inhalt unserer Gespräche wird, dann ist das nicht Koinonia, dann ist das nur ein reines Miteinander und nicht mehr unter Gottes Wort. Und es ist wichtig, dass wir das in unseren Gemeinden und überall haben. Es ist wichtig, dass wir es unseren Kindern beibringen und dass, wie wir mit ihnen auch darum umgehen. Wir können viel buntes Programm machen. Das können wir. Und wir können viel organisieren. Nicht so viel, wie uns das Fernsehen und andere bieten,
die da noch viel mehr investieren können. Aber wir haben Gottes Wort und das ist das, was zählt. Es ist gut, wenn unsere Jugendlichen, wenn Teenies in Ausflüge fahren. Aber es wäre schlecht, wenn es nur darum ginge, 20 Minuten dort unter Gottes Wort zu verbringen und dann sich wieder nur den lockeren Dingen zuzuwenden. Unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde, wird man daran erkennen, wie Gemeinschaft, wie wir Gemeinschaft pflegen und was in dieser Gemeinschaft enthalten ist. Ob wir uns gegenseitig trösten und miteinander freuen an dem, was Gott uns schenkt, oder ob es nur belanglose Dinge sind, die wir miteinander besprechen. Man wird daran erkennen, ob wir eine lebendige Gemeinde sind oder nur eine funktionierende. Und natürlich, sagt Paulus, sollen wir diese Gemeinschaft jedermann geben. Natürlich zuerst den Glaubensgenossen, aber dann auch eben jedermann. Und wenn Gott uns Dinge vor die Füße legt, wo wir erkennen, dass Not ist in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, dann sollen wir dort eingreifen und sollen uns für Jesus einsetzen. Und natürlich das Beste mitgeben, was wir überhaupt haben, nämlich, dass wir einen Retter haben, Jesus Christus. Drei Opfer in zwei Versen, die ihm gefallen. Und wisst ihr, man kann diese Opfer nicht auseinander dividieren. Die hängen zusammen. Man kann nicht sagen, der eine ist fürs Danken zuständig, der andere fürs Bekennen und der nächste fürs Tun. Nein, das wird von uns komplett erwartet. Und jetzt komme ich zum Ende und ich möchte, dass ihr hier nochmal ganz genau hört. Ich habe mir nämlich das Beste oder das Entscheidende für zum Schluss aufbewahrt. Wisst ihr, wie unser Text anfängt? Der fängt an in ihm. In Jesus Christus können wir das. Alleine können wir das nicht. Hier geht es nicht darum, dass du dich schon an irgendwelchen Punkten abarbeiten musst. Hier geht es nicht darum, dass du dich jetzt besonders anstrengen musst, um zu danken. Und dann bist du damit angefangen und das Bekennen und alles irgendwie verlieren wir den Überblick. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Verbindung zu Jesus, wenn diese Verbindung zu Jesus passt, dann wird in ihm das alles geschehen. Und wisst ihr, ohne Jesus sind wir wie eine schöne Stehlampe, die einen tollen Schirm hat, die einen super Fuß hat, aus tollem Holz und vielleicht unten so einen schönen Ständer und alles passt perfekt. Und einen guten Schalter. Aber wir können diesen Schalter so oft betätigen, wie wir wollen. Sie wird nicht leuchten, wenn sie nicht angeschlossen ist. Und dieser Anschluss, der ist das, was wir brauchen. In Jesus Christus werden wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Dann wird unser Leben wie diese Früchte sein, die nicht nur nett anzuschauen sind und die gut aussehen, die gut schmecken und uns ernähren. Wir werden etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit und das wünsche ich dir und mir. Amen.